Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier zur Vuelta a España 2019 mit die spannendste Klänge im Ohr. Ja, und ich werde kein anderes Lied suchen für diese Let's Play. Es wird immer nur diese Klänge sein, die ihr in eure Ohren nach allen werdet. Egal. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Etappe. Heute von Saint-Palais nach Urdax d'Ancharinea, über 163,6 Kilometer. Die Favoriten für heute sind Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Primoz Roglic, Davide Formolo, Rigoberto Urán, Omar Fraile, Dylan Teuns, Richard Carapaz, Miguel Ángel López und Ion Izagirre. Insofern, ja, sehen wir uns gleich auf der Strecke. So, hallo liebe Freunde, willkommen bei der heutigen Etappe und ich habe tatsächlich mal den Rat befolgt. Also erstens mal wurde mir ein Tipp gegeben, ey Fridde, zeig doch mal die Top 10 an, dass die permanent angezeigt werden, also das machen wir. Heißt also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ne, es werden alle angezeigt, die in den Top 10 sind. Roglic, Valverde, Kruiswijk, Geldermann, Quintana, Latour, López wird uns angezeigt, Fraile, Pools ebenfalls und auch Vogelsang. Damit also jetzt alle dauerhaft markiert. Und der liebe Laul hat mir einen Tipp gegeben, dass ich mit den Tasten F3 bis F5 fast, glaube ich, auch alle anderen Anzeigen ein- und ausschalten könnte. Das ist also das Profil des heutigen Tages. Wir haben kurz nach dem Beginn der Etappe eine Bergwertung der dritten Kategorie, gefolgt von einer Bergwertung der dritten Kategorie. Dann gibt es die Sprintwertung des Tages und dann einen Anstieg der zweiten Kategorie, eben ehe es dann zur letzten Bergwertung geht, ebenfalls dritte Kategorie. Der letzte Anstieg, der kommt dann ganz, ganz kurz vorm Schluss, allerdings nicht kategorisiert, dieser Anstieg. Oder, ja, genau, dieser Anstieg. Genau, wir machen die KI, die Anzeigen mal wieder aus, würde ich sagen. Wobei es gar nicht geht. Also das da links wird halt immer wieder aufploppen. Ist aber auch nicht schlimm, das ist ganz praktisch. Vorne haben wir Alex Aramburu von Caja Rural, Victor de la Parte von CCC, dann Sam Beverly von Mitchelton und Benjamin King, Führender in der Bergwertung von der Dimension Data Mannschaft. Keel Raynon von Trek Segafredo stößt jetzt mit dazu. Damit haben wir 5 Fahrer vorne. Wobei ich auch eigentlich diese eine Anzeige hier unten ganz praktisch finde mit den Abständen. So, und da sind jetzt eben 9 Fahrer unterwegs. Das Einzige, was wir wirklich ausgeblendet lassen können, ist hier links diese ganze Fahreranzeige. Die brauchen wir nicht. So, dann haben wir also Pedersen mit dabei von Sunweb, Venta, ebenfalls Dimension Data, Amire, Delage, Seinok, Tuz, Novak, Thomas und Julian heißt er, glaube ich, Koch. Oskar Rodriguez kommt mit dazu, Hagen, dann ebenfalls Bernas, Navarro, Pibernik, Smith, Serrano und Marcinski. 22 Fahrer an der Spitze. Aktueller Vorsprung 3 Minuten 25. Und ich würde sagen, an der Stelle... Das war ich jetzt nicht so ganz verstehe. Ach, hier. Das ist ja interessant. Okay. So, das blendet mir aus. Also, an der Stelle gucken wir jetzt mal wieder, wer der Bestplatzierte ist. Platz 33 haben wir hier. Das müsste ja auch eigentlich sein, oder? Oder. Oh, ruckel. Ja, also es ist tatsächlich Victor de la Parte. Ich habe jetzt mal offscreen hier geguckt. Der Spanier, 33. in der Gesamtwertung ist er mit 19 Minuten und 26 Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung auf den führenden Nairo Quintana. Also schon ein ganz schönes Brett, was er da an Rückstand hat, aber man kann, glaube ich, man kann sagen, das Thema hatten wir schon ein paar Mal, dass er wohl der Kapitän ist, was die Mannschaft CCC angeht in der Gesamtwertung, zumindest nachdem Francesco Ventoso ja nicht mehr auf die Gesamtwertung fährt. Ja, interessant werden kann es dann eben auch in Sachen Bergwertung, wie gesagt, da werden wir bald zum ersten Anstieg der dritten Kategorie gelangen und Benjamin King, der US-Amerikaner, möchte dort sicherlich das weiße Trikot mit den blauen Punkten verteidigen. Wir dürfen gespannt sein, ob es ihm gelingen wird. Gegner sind ja durchaus da, wobei wir mal gucken können, ob die
Bergwertungsgegner. Also Quintana ist natürlich hinten. Hooch Carthy ist ebenfalls hinten. Chavez ist hinten. Ventoso ist hinten geblieben. Morabito, Bataglin. Ist überhaupt jemand vorne in der Gruppe? Ich glaube fast nein. Also der Einzige, der bereits Bergpunkte hat. Na gut, Oscar Rodriguez ist mit dabei. Okay, geschenkt. Aber tatsächlich alle anderen sind hinten im Feld geblieben. Also, na gut, Beverly, Peterson, ja, ein paar sind noch vorne, aber das sind jetzt alles keine wilden Namen hier. Also Benjamin King sollte heute definitiv die Möglichkeit haben in dieser Gruppe, obwohl sie sehr, sehr groß ist mit 22 Fahrern, sollte es kein Problem werden für ihn, hier in der Bergwertung vorne zu bleiben. Ich würde sogar so weit gehen, selbst wenn er hier bei keiner Bergwertung Punkte holen würde, wäre es trotzdem kein Problem. La Croix de Azuret ist der erste Anstieg des Tages, dritte Kategorie, dementsprechend also 3 Punkte für den ersten am Gipfel dieses Anstiegs. Ja, Ben King gleich vorne mit dabei, so wie wir es erwartet haben, und er greift auch direkt mal an. Leider gibt es keine Kamera von vorne, schade. King also vorne, dahinter Rodriguez, dann Jaco Venter, der kann jetzt nicht mehr folgen und der Rest der Gruppe ist auch erstmal abgehängt. Rodriguez von Euskadi Murias kann auch nicht mehr hinterherfahren. Und damit also Benjamin King jetzt alleine vorne vor Oscar Rodriguez. Und damit holt sich der US-Amerikaner hier souverän die 3 Punkte. 2 Punkte gehen an den Spanier, 1 Punkt an Daniel Navarro. Und damit also 25 Punkte insgesamt für Benjamin King. Tolle Ansicht hier, hinterm Auto versteckt. Ja, also Benjamin King holt sich die ersten Punkte des heutigen Tages. Er ist, wie gesagt, so ziemlich der Einzige in der Gruppe, der da ein ernsthaftes Interesse dran haben kann, die Punkte auch einzufahren. Alle anderen haben hier eher nicht so die Chancen in der Bergwertung. Oscar Rodriguez hat es probiert, hatte aber nichts dagegen zu setzen. Der Col d'Osquich ist dann der nächste Anstieg. Dauert auch nicht mehr allzu lang, bis sie dort sind. Ich gucke jetzt mal, dass wir immer den, der Führung macht, so ein bisschen kurz mal zeigen, damit ihr auch die Werte der einzelnen Fahrer mal seht. 22 Fahrer sind es ja in dieser Gruppe. Von daher ist es nicht, kann man nicht erwarten, dass jeder hier die Fahrer kennt, die hier vorne dabei sind. Auch nach 11 Etappen nicht unbedingt. Mal schauen, ob die Gruppe durchkommen kann. Bislang ist der Vorsprung ja nicht allzu groß. Und Benjamin King gleich wieder nach vorne gefahren, um jetzt also zu lauern, was die Bergwertung angeht. Das ist natürlich auch eine Sache, da merkt man, da haben die Entwickler ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Früher war es ja so, dass da keine Positionskämpfe gab. Also in dem Sinne, dass die, die ein Interesse an der Bergwertung haben, dann gleich nach vorne gefahren sind, so wie das eben jetzt King getan hat. Sondern die waren halt irgendwo in der Gruppe und wenn es eine 22-Mann-Gruppe war und die waren halt gerade hinten, ja, dann waren sie halt gerade hinten und haben da dementsprechend nicht irgendwie versucht, ihre Position zu verbessern. Gonzalo Serrano für Caja Rural führt die Gruppe gerade an. Noch ein bisschen mehr als 1 Kilometer ist es bis zur Wertungsabnahme. Und jetzt greift Oscar Rodriguez an. Von der Euskadi Murias Mannschaft. Einmal mehr. Keiner geht hinterher. Jetzt gibt es die Konterattacken. Benjamin King unter anderem. Aber auch Thomas und Hagen. Also Rodriguez holt sich 3 Punkte. Zweiter dürfte Benjamin King gewesen sein. Und dritter müsste eigentlich Hagen aus Norwegen geworden sein. Wir können uns ja mal wieder hier die verbuggte Anzeige anschauen. Ah, da steht es aber genauso drin sogar. Diesmal also genauso wie ich es auch gesehen hätte, King vor Hagen. Und damit, ja, macht er weiter Punkte gut. Klar, er hat einen Punkt auf Rodriguez verloren. Das wird aber, denke ich mal, verschmerzbar sein. So, ein Fahrer, der jetzt zurückfällt. Das ist Amiré von Groupama FDJ. Der ist jetzt wieder im Feld. Also damit noch 21 Fahrer an der Spitze bei diesem Regenwetter. Circa 2 Minuten der Vorsprung der Gruppe.
Also, ich würde mal sagen, es ist unwahrscheinlich, dass die Gruppe hier durchkommt. Wobei jetzt der Vorsprung wieder größer wird. 2,5 sind es jetzt. Ist ein spannendes Finale, finde ich. Mit diesen ganzen Anstiegen hier. Da hat eigentlich, klar, Sprinter haben hier weniger eine Chance. Die können sich diese Etappe hier wohl schenken. Aber von den Fahrern hier vorne haben eigentlich viele Leute eine Chance. Es ist eine Etappe, die natürlich den reinen Bergfahrer jetzt nicht so entgegenkommt. Aber so den, ich sag mal, den typischen Allrounder, der könnte mit so einer Etappe schon sehr, sehr gut klarkommen. Also etwas mehr als 2 Minuten Vorsprung für die Gruppe hier vorne. Und das Feld versucht sie allmählich einzuholen. Jetzt geht es in Richtung Sprintwertung. Schauen wir mal, ob es da einen Sprint um die Punkte geben wird. Serrano vorne, dahinter der Larsch und Sainok. So überqueren sie auch die Sprintwertung. Also da wird gar nicht mehr gefightet um die Punkte oder um die Sekunden. Klar, es geht hier in der Gruppe eigentlich für keinen um die Punktewertung und auch nicht wirklich um die Gesamtwertung. Wir haben es ja gesagt, Victor de la Parte, wahrscheinlich so eine Art Kapitän von CCC. Wobei halt auch bei Platz 33 und 19,5 Minuten Rückstand die Frage gestellt werden muss, ja, geht man da noch auf die Gesamtwertung oder versucht man dann doch eher auf andere Sachen zu gehen? Alexander Mburu ist gestürzt, steht hier, habe ich gar nicht mitbekommen. Also Alexander Mburu von Caja Rural gestürzt und damit so gut wie eingeholt vom Hauptfeld. Er versucht sich jetzt nochmal wegzuarbeiten und wieder ranzukommen an die Gruppe. Aber das dürfte natürlich unglaublich schwer werden. Bitter für die Mannschaft Caja Rural. Bitter für Alex Aramburu, der hier also zurückgefallen ist und damit wohl um den Tagessieg auf jeden Fall nicht mehr mitfahren kann. Ob der Rest der Gruppe das kann, das bleibt abzuwarten. Jetzt sind sie am Col d'Ispegui. Und das ist ein Berg der zweiten Kategorie. Folglich gibt es 5 Punkte am Gipfel für den Sieger dieser Bergwertung. Und die Frage ist, ob das wieder mal Benjamin King sein könnte. Aramburu mittlerweile im Feld und ein Fahrer ist sogar zurückgefahren. Das ist Baguies aus der Euskar di Murias Mannschaft. Auch Max Walscheid macht jetzt hier einen ganz ruhigen. Da passiert also nicht mehr allzu viel. Ein Fahrer ist jetzt hier auch rausgefallen aus der Gruppe. Das ist Luca Pibernik. War ja auch schon einige Male in einigen Spitzengruppen unterwegs. Und im Feld wird gut Tempo gedrückt. Thuse fällt jetzt zurück. Und jetzt auch Smith und Novak. Das sind wohl die nächsten Namen, die hier zurückfallen. Vorne jetzt 7 Fahrer. Die konnten sich etwas absetzen. Mit dabei 3 Fahrer von CCC, unter anderem Victor de la Parte. Und jetzt greift Benjamin King an. Benjamin King will hier also wieder mal die Punkte holen für die Bergwertung. Wo ist Oscar Rodriguez? Ja, der ist doch weit zurück. Und hier also das Hauptfeld, das holt jetzt schon so langsam aber sicher die Gruppe ein. Rodriguez zum Beispiel wird jetzt als nächstes gestellt. Und dann haben wir vorne also Koch, Navarro, Bernas und De La Parte ist es jetzt, der Benjamin King hinterherfährt. Und Benjamin King, der führt das Rennen gerade an. Holt sich hier die Bergwertung. 3 Punkte gehen an Della Parte und 1 Punkt mal wieder an Daniel Navarro. Also wieder Punkte für Benjamin King im Endeffekt. So, und jetzt kommt das Feld. 2 Fahrer von Lotto Soudal sind hier noch und 2 von CCC. Mal schauen, ob die sich noch behaupten können. Sieht meiner Ansicht nach nicht ganz so aus. Gorka Isegire auch gut platziert in der Gesamtwertung mit Platz 12. Aber die hier werden wohl eingeholt. Ja, und damit geht es jetzt auf die letzten 44 Kilometer. Benjamin King also vorne. Können wir mal wieder die Kamera hier anhalten. King also vorne. Danach der Spanier De La Parte. Danach Navarro von Katjuscha Alpecin. Dann gibt es eine kleine Lücke. Jetzt haben wir gerade Frameinbrüche. Das ist ja super. So, weiter geht's. Dann also hier vorne Navarro. Und jetzt kommt das Hauptfeld so langsam. Hat dann doch noch ein bisschen einen größeren Abstand mit allen Favoriten. Ja, klar, die hier vorne, die würden es eigentlich besser machen, wenn sie zusammenfahren würden, nicht jeder einzeln.
Aber Benjamin King scheint sich wohl stark zu fühlen. Stark genug, als dass er es hier als Solist die letzten 40 Kilometer überstehen könnte. Er hat ja schon eine Etappe gewonnen. In einem, sagen wir mal, ähnlichen Stil. Aber da waren es, glaube ich, keine 40 Kilometer. Solo-Flucht. Victor de la Parte fühlt sich auch stark genug, hier eine Etappe zu gewinnen. Hat ja bei der gestrigen Etappe im Einzelzeitfahren schon sein Können unter Beweis gestellt. Wurde dort 17. Zwischenzeitlich hat er die Bestzeit übernommen von Toni Martin. Ja, also auch das sehr, sehr stark. Und dann Daniel Navarro. Auch er hat schon Vuelta, naja, zumindest mal eine Vuelta-Etappe gewinnen können. Ich weiß nicht, ob es mehrere waren. Ich glaube, es war nur eine. Also auch er ein guter Rennfahrer. Aber alle alleine unterwegs. Und das wird es halt schwer machen. Hier hinten das Feld mit allen Favoriten. Und jetzt gleich geht es den Anstieg der dritten Kategorie hoch. De la Parte hat Benjamin King jetzt also erstmal eingeholt. Aber es hat ihm auch jetzt Kräfte gekostet. Und King macht hier den wesentlich frischeren Eindruck. Ja, und De la Parte kann das Hinterrad nicht halten am Col de Ochondo. Und scheint wohl so langsam zurückzufallen. Dann haben wir Navarro, der wird jetzt wohl bald vom Feld eingeholt. Und dort sind alle Favoriten drin, die in der Gesamtwertung was zu sagen haben. Und ich bin gespannt, ob heute in Sachen Gesamtwertung vielleicht auch ein bisschen Veränderung eintreffen könnte. Das werden wir sehen. Navarro ist auf jeden Fall wieder im Feld. De la Parte ist jetzt der Nächste, der, ja, dem es droht, hier eingeholt zu werden. Es sieht so aus, als würde genau das passieren. Also Victor de la Parte von CCC eingeholt vom Hauptfeld und damit nur noch Benjamin King vorne. Und der hat noch ein paar hundert Meter, bis es zur Bergwertung geht. Und dann könnte er nochmal 3 Punkte, glaube ich, ja genau, 3 Punkte holen. Jetzt gibt es die nächste Attacke. Hooch Carthy, mal wieder ist er unterwegs, holt sich hier also nochmal 2 Punkte, ja, müsste sein, genau. Und Carapaz holt sich einen weiteren. Jetzt ist die Frage: Zieht Carthy das Ganze durch? Sieht jetzt nicht wirklich so aus. Nö, er lässt sich wieder einholen. Und damit also aktueller Stand: Benjamin King, 26 Kilometer vor dem Ziel. Alleiniger Führender als Solist vorne. Und dahinter das Hauptfeld mit knapp einer Minute Rückstand. Und mit allen Favoriten. 35 Fahrer sind es nur noch, die hier mit drin sind. Aber die Top-Favoriten sind auf jeden Fall mit dabei. Auch Koch und De la Parte haben sich hier drin halten können. Gucken wir mal, wer hier so rausgefallen ist. Ja, werden wahrscheinlich keine krassen Namen sein. Nö. Natürlich nicht. 20 Kilometer noch. Richard Carapaz, der gibt jetzt hier richtig Stoff. Und auch die Mannschaft Education First mit Higuita, Martinez und Van Garderen sind schon eingespannt, um Benjamin King einzuholen und vielleicht den Etappensieg vorzubereiten für Rigoberto Urán. Also für Benjamin King wird es jetzt ganz, ganz schwer. 16 Kilometer hat er noch vor sich. Und die als Solist zu bestreiten, das ist eine Heidenaufgabe. Ich meine, Teilerfolg hat er heute schon geschafft. Er hat das Bergtrikot verteidigt. Und das ist aller Ehren wert. Jetzt kommt Gorka Izagirre nach vorne für die Mannschaft Astana. Selbst auch Zwölfter in der Gesamtwertung. Großschadner macht jetzt das Tempo der Österreicher von Bora Hansgrohe. Und Benjamin King sieht man da vorne schon. Ich denke, das war's. Ich denke wirklich, das war's. Benjamin King, hier ist er im Bild. Starkes Rennen gefahren, keine Frage. Bin mal gespannt, ob ihr ihn nicht auch wieder zum Fahrer des Tages voten werdet, was die kämpferischste Fahrweise angeht. Aber bei der 10-Kilometer-Marke ist Schluss für Benjamin King aus den USA. Er hat Punkte gesammelt in der Bergwertung und das ist durchaus wichtig für ihn, damit er eben dieses Bergtrikot verteidigen kann. Aber jetzt ist er eingeholt und das Rennen geht von vorne los. Die Karten werden neu gemischt. 8-Kilometer-Marke ist gleich erreicht. Und Großschartner macht jetzt richtig Dampf für die Mannschaft Bora. Jetzt kommt Ioni Zagirre, der Bruder von Gorka, und gibt Gas für Astana.
Schau mal, Jakob Fuglsang vorne dabei. Auch Lopez ist vorne mit vertreten. Das sind die Kapitäne von Astana. Diese Saison ist es ja sehr schwer, Astana und Movistar auseinanderzuhalten. Hier Marc Soler, der fährt für Movistar. Hier für Astana, das ist Isagero. Und jetzt gibt es die erste Attacke eines großen Namens. Wout Poels greift an, 5 Kilometer vor dem Ziel. Die Attacke des Gesamtwertungszweiten der Ineos-Mannschaft. Und der fährt ein Wahnsinnsrennen, Alter. Der fährt ein Wahnsinnsrennen. Gibt sich hier nämlich nicht damit zufrieden, dass er Zweiter in der Gesamtwertung ist, sondern versucht jetzt auch noch auf Sieg zu gehen. Movistar versucht ihn einzuholen, aber es geht jetzt bergab. Das kommt ihm entgegen. Letzter Kilometer für Wout Poels von der Mannschaft Ineos. Hat er die Möglichkeit, diese Etappe zu gewinnen? Jetzt gibt es hinten auch den Sprint, Valverde führt den Sprint an. Aber Wout Poels sollte das schaffen. Oder, Alter, jubel doch nicht. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Valverde gewinnt. Das gibt es nicht, weil Wout Poels zu früh jubelt, gewinnt Alejandro Valverde. Und es kann nicht sein, Alter. Warum ist die KI so dämlich? Das passiert so oft im Pro Cycling Manager, dass die Leute jubeln und dann im Endeffekt nicht gewinnen. Das ist so dumm. Und wenn du weißt, es wird so knapp, dann machst du sowas halt auch nicht, aber okay. Etappensieg damit für die Mannschaft Movistar und für Alejandro Valverde. Der Mann im grünen Trikot, hier sehen wir es, zieht auf den letzten Metern vorbei an Wout Poels. Boah, das war wirklich eine richtig knappe Entscheidung. Ich würde jetzt gerne die Höhepunkte wiederholen lassen, aber dann können wir leider nicht mehr die Siegerehrung sehen, weil PCM ein sehr gutes Spiel ist. Hier sehen wir es also, Wout Poels von Ineos. Hier noch vorne und statt durchzuziehen, jubelt er dann einfach zu früh und lässt Valverde gewähren auf den letzten Zentimetern. Verliert Wout Poels die Etappe. Und damit also Etappensieger heute Valverde vor Poels und Freile. Vierter wird Formolo, fünfter Roglic, dann Latour, Ion Izagirre, Kelderman, Pogacar und Quintana. Das sind also die Top 10 des heutigen Tages. In der Gesamtwertung sollte sich dementsprechend eigentlich nichts verändern. Schauen wir mal rein. Nairo Quintana bleibt im roten Trikot. Wout Poels hat jetzt 1,33 Rückstand, bleibt auf Rang 2. Roglic bleibt Dritter, Valverde Vierter. Dann Kruiswijk, Fuglsang, Freile, Kelderman, Latour und Lopez. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da hat sich nichts geändert, außer natürlich, dass Valverde und Poels jeweils Zeitgutschriften bekommen haben. In der Bergwertung baut also Benjamin King seinen Vorsprung aus. Er hat jetzt 35 Punkte. Hooch Carthy hat 22 und Nairo Quintana hat 21. Damit also Glückwunsch für einen weiteren Tag im Bergtrikot an Benjamin King. Alejandro Valverde baut seine Führung oder ja, erobert erstmal die Führung in der Punktewertung. 102 Punkte hat er. Quintana 94 und Freile 86 Punkte. Zur Erinnerung, Sam Bennett, bester Sprinter, bleibt bei 55 Punkten auf Rang 7 mittlerweile. In der Nachwuchswertung führt Miguel Ángel López nach wie vor. Hooch Carthy dahinter und Dritter Tadej Pogacar. Und in der Teamwertung, da führt die Mannschaft Movistar 24 Sekunden vor Astana. Und Jumbo-Visma ist hier auf Rang 3. Also, starke Attacke von Wout Poels gegen Ende der Etappe. Leider war es ihm nicht vergönnt. Es hat nicht gereicht. Und somit holt sich Alejandro Valverde den Etappensieg hier und heute. Und ja, ich denke mal, in Sachen Gesamtwertung ist nichts Besonderes passiert. Carapaz hat mal wieder Zeit verloren. Aber, Entschuldigung. Aber man muss ja fast schon sagen, böserweise, das ist man ja fast schon gewohnt von ihm. Und damit also in der Gesamtwertung auch eigentlich nicht viel Neues, ne? Die Top 10 haben wir ja schon gesehen. Auch dahinter bleibt, glaube ich, alles beim Alten. Und ja, ich werde jetzt wie immer mich mal kurz ransetzen und die Kombinationswertung ausrechnen. Ja, und ihr kriegt diese Zeit gar nicht mit, weil ich mache das jetzt in der Zeit eines kurzen Schnittes. Und somit gibt es jetzt gleich wieder ein Vakuum im Zeitraumkontinuum. Und dann geht es gleich weiter. Und so, bis gleich.
So, da bin ich also nochmal zurück nach einer kurzen Mathematikstunde. Jetzt also die Kombinationswertung nach 11 Etappen bei der Vuelta. Nairo Quintana ist nach wie vor der Führende in dieser Wertung. Er hat also insgesamt 6 Punkte. Wout Poels ist Zweiter mit 21 Zählern. Omar Fraile Dritter mit 25. Alejandro Valverde ist jetzt Vierter mit 28. Und Steven Kruiswijk landet auf dem 5. Platz mit 33 Punkten. Und für alle, die es interessiert, ja, Hooch Carthy ist nach wie vor auf Rang 6 und der hat 35 Zähler insgesamt. Mal gucken, ob sich da in dieser Wertung irgendwann demnächst mal wieder was tut. Ja, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und falls ja, gerne einen Daumen nach oben geben. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier mal machen, denn hier wird es auch weiterhin Vuelta-Folgen geben, und wenn die Vuelta-Folgen vorbei sind, dann geht es weiter mit Be a Cyclist und mit Karrieremodus. Und ich denke mal, das ist doch alles, was sich die wahren PCM-Menschen wünschen. Ja, oder so. Also, bis zur nächsten Folge und ciao.